Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel und zwar schauen wir uns jetzt die Wochenenergien an. Bitte bedenkt natürlich, ist es ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen, spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist trotzdem zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, die nächsten 7 Tage kann es für dich wichtig sein, ja? Guti, ihr Lieben, wir starten auch jetzt schon. Woche Energy, was kommt die Woche? Wir haben die 3 der Stäbe. Es kommt die Woche. Wir haben hier die 9 der Kelche. Die 10 der Schwerter. Die 3 der Münzen. Die 6 der Münzen. Und die 2 der Schwerter und unterdeckt die 6 der Stäbe und der König der Münzen. Das, was ich hier als allererstes reinbekommen habe, ist tatsächlich, dass sich irgendeine Situation ein wenig verzögern könnte. Ja, also es kann sein, dass hier nächste Woche tatsächlich irgendwie ein Treffen mit einem Freund abgesagt wird oder nicht stattfinden kann. Vielleicht auch aufgrund von beruflichen Komplikationen, beruflichen Thematiken oder finanziellen Thematiken, ja. Es kann sein, dass du dich hier auf ein Treffen gefreut hast mit jemandem, der weiter von dir entfernt wohnt und quasi dieses Treffen kann leider nicht stattfinden oder es verzögert sich, ja, um einen Tag oder auch bis zu 3 Tage habe ich hier für einige mit drin. Der König der Münzen, das ist hier auf jeden Fall ein Gegenüber, Stier, Steinbock oder Jungfrau. Und es kann sein, dass es in der Vergangenheit mit diesen Menschen tatsächlich zu einem Stillstand gekommen ist. Es kann auch ein berufliches Thema sein oder ein familiäres Thema. Ja, etwas ist hier in den Stillstand gekommen, etwas ist hier nicht weitergegangen. Hier war sozusagen ein Cut gemacht. Ich sehe, dass es sein kann, dass dieser Mensch hier wirklich wieder auf dich zukommt, dich vielleicht auch einladen möchte und ja, du hier eventuell auch in der Situation sein könntest, möchte ich das wirklich noch oder möchte ich das nicht? Ja, du bist zweifelhaft, möchtest du diese Aussprache, hat hier das überhaupt noch einen Sinn, diesen Menschen zu treffen? Oder du hast ja auch Skepsis, dass hier sich etwas gut und ja, gut weiterentwickelt diese Woche. Das habe ich hier auch. Es kann auch sein tatsächlich, dass du hier mehrere Treffen nächste Woche geplant hast. Hier sind verschiedene Dinge drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und hier geht es darum, dass du hier auf jeden Fall einiges zu tun haben wirst nächste Woche. Und ich glaube auch so, dass es manchmal ein wenig kräftezehrend sein könnte oder auch ein gesundheitliches Thema könnte sich hier zeigen bei dir, ja. Dass du wirklich irgendwie, also mir kommt tatsächlich rein Verspannungen, tatsächlich auch Wassereinlagerungen, die es dir schwer machen könnten. Und gleichzeitig habe ich hier auch so ein bisschen eine Problematik mit dem Magen-Darm-Bereich drin. Vielleicht bist du auch sehr nervös nächste Woche, auch das kommt mir hier rein. Und hier geht es um etwas, was in der weiteren Zukunft stattfinden soll. Ja, also hier macht sich jemand auch auf den Weg zu dir. Und es wird erfolgreich sein, ja, also falls hier jemand die Versöhnung möchte, möchte man das wirklich erfolgreich tun und auch ehrlich, ja, also ich sehe hier keine Unehrlichkeit bei diesem Gegenüber. Wenn du hier auf eine berufliche Geschichte schaust, wirst du hier eventuell wirklich diese Woche eine Arbeitsstelle kündigen und wirst dich in eine neue Richtung weiterentwickeln. Du bekommst hier ein super tolles Angebot und du bist vielleicht skeptisch. Ja, soll ich das wirklich machen? Soll ich da rein investieren? Was passiert? Wie? Wo? Was? Also ich sehe viel Gedankenkarussell, die Woche jetzt auf dich zukommen kann. Gleichzeitig habe ich hier das Gefühl, dass hier irgendetwas vielleicht sogar auch kaputt gehen könnte diese Woche. In der Wohnung, das muss nichts Dramatisches sein, du wirst es auf jeden Fall
wieder ausgeglichen bekommen. Ja, auch das habe ich hier drin tatsächlich. Wichtig für dich auch die Woche ist, tatsächlich auf die gesunde Ernährung zu achten, vielleicht auch wirklich was Gutes zu gönnen. Und es kann sein, dass du hier etwas mit den Kindern unternehmen möchtest oder dass hier auch bezüglich der Kinder irgendwas reinkommt, die so ein bisschen angeschlagen sind, vielleicht auch infektmäßig, ja, und man kann das dann nicht ganz so umsetzen, es verzögert sich einfach, ja. Ich habe hier eine Verzögerung drin in dieser Woche. Genau, so, das sind erstmal die Grunddinge. Es kann auch sein, dass du hier Anträge schreiben darfst, ja, du bist skeptisch, ob das Ganze gut ausgeht, ob du hier eine Bewilligung bekommst, auch sowas könnte sein, irgendwelche finanziellen Themen, ja, die du dich hier kümmern musst oder auch, wie gesagt, es geht um eine Weiterbildung, wo du überlegst, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, ja, auch das habe ich hier drin. Ich sehe hier beruflich, finanziell wird etwas sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Vielleicht nicht in dieser Woche, aber in der kommenden Zeit auf jeden Fall. Und wie gesagt, falls du hier auf jemanden schaust, wo es eine Trennung gab, sehe ich, dass dieser Mensch hier eventuell wieder auf dich zukommt. Ja, ziemlich eroberungsfähig und möchte hier gerne an dieser Situation mit dir arbeiten. Wird das über eine freundschaftliche Schiene tun, ja. Und der König der Münzen ist ein Mensch, der sehr verlässlich ist, ein Familienmensch ist. Ja, ich habe ihn hier auch ein bisschen ziemlich hart zu sich selbst. Er ist hier jemand, der sehr, sehr fleißig ist, der sich viele Gedanken um die finanzielle Absicherung macht. Jemand, der eventuell auch Eigenheiten besitzt, ja, eine gute Anstellung im Beruf hat. Jemand, der, wie gesagt, sehr bodenständig ist, tierlieb, kinderlieb, ja. Und mir kommt hier rein, dass bei diesen Menschen ein wenig Verunsicherung ist, falls du diesen Menschen schon kennst, ja. Für die Singles habe ich diese Woche es eher so, dass du hier sehr skeptisch bist, dass hier irgendwas sich zum Guten wenden kann. Aber ich sehe, dass du hier mit Sicherheit in der Zukunft jemanden kennenlernen kannst. Und zwar genau diesen König der Münzen. Und es könnte sein, dass du diesen Menschen bei einer beruflichen Weiterbildung in der Ferne kennenlernst. Oder dieses Gegenüber ist weiter weg von dir. Ja, das habe ich hier auch. Für einige kann es auch sein, dass dieser Mensch sehr, sehr religiös ist oder ihr die gleiche Glaubensrichtung vertritt. Das kriege ich heute auch durchgegeben. Okay, was kriegen wir hier noch? Jo, hier geht es um die Wunscherfüllung. Ja, also dieser Mensch sieht dich hier als eine Wunscherfüllung, möchte hier gerne wieder in den Kontakt mit dir gehen. Das ist das Erste. Dann das Nächste ist, hier kommt Klarheit rein. Ja, du könntest es auch schon spüren mit dem Stern, zeigt sich einfach an, dass es für die einen oder anderen noch ein wenig dauern könnte, ja, bis dieser Mensch den Mut gepackt hat, ja, man muss auch sagen, der König der Münzen ist der langsamste König. Wir haben hier die süßen Trauben auch auf der Karte, ich habe das Gefühl, er ist ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, er ist sehr liebevoll, sehr zärtlich, ja, und es ist jemand, der auch, wie gesagt, du spürst ihn intuitiv, ja, sowas kriege ich hier rein. Jo, hier haben wir die vier der Stäbe, es geht um eine Offenbarung, es geht um eine Feierlichkeit, eventuell auch eine Familienfeier oder eine berufliche Feier, wo du diesen Menschen kennenlernst oder es kommt jetzt wirklich etwas, was sich verzögert hat, sage ich mal, zum Abschluss und man kann hier feiern, man hat hier eine Klarheit und es geht um die Wunscherfüllung, wo du dich diese Woche schon deinem Ziel ein wenig, ja, weiter nach vorne bewegst. Ja, du kommst zwar noch nicht diese Woche ganz an, aber es ist auf dem Weg. Das kann ich hier schon mal sagen. Zu diesen Menschen habe ich ja auch so, es könnte jemand sein, der wirklich, ja, auch jemand ist, der das Leben wirklich genießt, ja, der sich gern gute Dinge gönnt. Also vielleicht tut er sich auch nicht zum Beispiel ab mit, ist jetzt ein blödes Beispiel, ich habe überhaupt nichts gegen Aldi zum Beispiel, ja, aber er kauft eher Gourmet anstatt Aldi, ja, also nur, um dass ihr versteht, was ich meine. Er braucht den besonderen Status, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie ich es besser in Worte fassen soll, ja.
Es kann sogar sein, dass du in der Zukunft diesen Menschen tatsächlich heiraten wirst. Ja, also hier kann es auch wirklich darum gehen, falls du hier in einer Partnerschaft bist, die schon länger besteht, dann sehe ich hier auch, mit Sicherheit wirst du diesen Menschen heiraten. Auch das kommt mir hier rein. So, hier haben wir das Ass der Münzen. Also, hier kommt eine solide, stabile Chance auf dich zu. Ich glaube, dass diese Chance noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, für einige wird das wirklich nicht diese Woche sein. Aber ich habe wirklich hier das Gefühl, zur richtigen Zeit, ja, wirst du hier eine Klarheit bekommen, du wirst hier feiern und diese Chance ist eine super geile Chance. Ja, es kann auch sein, dass du hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der immer wieder berufliche Probleme hatte und jetzt hat er endlich das gefunden, wo es ihm gut geht, ja, und es belastet eure Verbindung vielleicht auch nicht mehr. Oder hier geht es um die Ferne zwischen euch. Dieser Positionswechsel bei deinem Gegenüber findet statt. Vielleicht nicht jetzt in dieser Woche, aber in der näheren Zukunft, ja. Also der Stern ist eine langsame Karte, das muss man schon sagen. Und die Drei der Stäbe ist eben auch eine langsame Karte. Und ich habe das Gefühl, du machst dir hier wirklich Gedanken, dass das alles gar nichts mehr wird. Aber doch, es wird. Ja, es zieht sich nur ein wenig hin. Ja, oder dass sich jemand hier wieder meldet. Ja, du spürst das auch. Also du spürst diesen Menschen auf energetischer Ebene, weil die Vier der Stäbe ist auch eine absolute Seelenpartnerkarte. Ja, also das habe ich hier auch. Und die Chance ist ehrlich gemeint, ja. Auch für alle Singles. Du könntest ihn, wie gesagt, auf einer neuen beruflichen Lebensreise sozusagen kennenlernen. Vielleicht bist du schon länger nicht mehr glücklich da, wo du bist. Du ziehst vielleicht um, du bist ja auf einer anderen Arbeitsstelle und prompt läuft dir dieser Mensch über den Weg. Es könnte sogar dein Chef sein oder dein Vorgesetzter sein, ja. Okay, gut. Ja, wir haben hier die Herausforderung, die sich jetzt auch noch zeigen, ja, auf diesem gesamten Lebensweg. Du hast ja aber genug Feuer und Leidenschaft, um diese Herausforderung zu meistern, ja. Und ich glaube, dass eventuell für einige es auch so sein wird, dass du dich hier für einen kompletten neuen Weg entscheiden wirst, ja. Und quasi mit den alten, mit diesen Zweifeln und skeptischen Gedanken wirklich jetzt aufhörst, ja, die sich vielleicht die Woche noch das ein oder andere Mal zeigen könnten. Ich habe ihn hier tatsächlich auch ein bisschen älter drin. Es kann sein, dass er älter wirkt oder dass er tatsächlich älter ist. Und du wirkst eher jünger, quirliger und aktiver so als dieser Mensch, ja. Ich habe dich hier mega feurig drin, ich habe dich hier sehr leidenschaftlich drin. Du könntest ein Haustier haben, was eine helle ja, Farbe hat, ja, also so gelb bis beige, hellbraun, ja, also sowas kriege ich hier rein, das könnte für dich wichtig sein. Du könntest einen krassen Bezug zur Sonnenblume haben, vielleicht ist die Sonnenblume deine Lieblingsblume, auch das habe ich und für viele habe ich wirklich so den Herbst, der jetzt unheimlich wichtig wird, weil du immer mehr merkst, okay, du gehst auf deine Zielgerade hinzu und auch hast du hier die Kraft, diese Herausforderungen zu meistern. Es kann auch sein, dass du jemanden kennenlernst, der schon auch ein eifersüchtiger Mensch ist, ja. Oder dieser Mensch hat vielleicht wirklich auch einiges an Herausforderungen oder es ist am Anfang vielleicht für euch beide sehr herausfordernd, ja. Deswegen glaubt man hier eventuell auch nicht an eine gute Zukunft, aber tatsächlich ist hier eine gute Zukunft angezeigt. So habe ich das. Das ist ja spannend. Also die Woche sieht gut aus. Du könntest auch eventuell mit einem Geldgeschenk tatsächlich auch mit einer Gehaltserhöhung durch Weiterbildung könntest du auch diese Woche konfrontiert werden. Das habe ich ja auch für einige mit drin. Vielleicht bekommst du da einen Ausgleich oder eine Rückzahlung. Ja, auch hier haben wir jetzt wieder das Geldgeschenk, ne? Wir haben hier die Stabilität, finanzielle Themen können sich verbessern. Wie gesagt, vielleicht musst du hier auch Anträge irgendwie stellen und du hast hier wirklich Angst, dass es alles voll in die Hose geht. Hier könnten tatsächlich ein paar Herausforderungen auf dich zukommen, allerdings wirst du die meistern und du wirst einen Grund zu feiern haben, ja? Vielleicht nicht die Woche, aber
Später dann auf jeden Fall. So, ja, du weißt nicht, wo es hingeht. Ne? Das Wurmloch steht immer auch für die Spannung, ja, und auch so ein bisschen für die Reflexion. Also ich habe das Gefühl, du schaust im Moment wirklich in eine absolute Unklarheit. Du weißt nicht, wo lang geht es jetzt, ne? Entweder mitten im Gegenüber oder auch in irgendeiner Angelegenheit. Und da wird dir definitiv immer mehr etwas gezeigt. Du bekommst auch immer mehr Klarheit und Botschaften. Und grundsätzlich zeigen sich hier wirklich eine Stabilität und eine Sicherheit an für dich. Ja, also du wirst auch diese Woche nichts Großartiges verlieren. Ich sage ja, wenn hier irgendwas kaputt geht, das wirst du ausgleichen können. Ja, also sei es wirklich, es ist irgendwie ein Glas, was zerbricht oder irgendwas anderes, was eben kaputt geht, wo du aber sagst, okay, das ist jetzt für mich kein Weltuntergang. Ja. So, wir haben hier die Bad Witch. Es gibt hier tatsächlich auch Manipulationen, die vielleicht für diese Verzögerung sorgen. Das könnte hier was Gesundheitliches sein. Es könnte auch, wie gesagt, was Finanzielles sein bei einem Gegenüber. Oder tatsächlich auch anhand einer Person, ja, die hier dein Gegenüber versucht zu verlocken mit was auch immer. Es kann sein, dass man ihn versucht mit Geld zu halten. Es kann sein, dass man es auf die leidenschaftliche Schiene tut. Ja, aber ich habe das hier wirklich so, da wird jemand seine Energie umsonst verschwenden. Ja, also vielleicht sind diese Manipulationen auch schon stattgefunden und diese Bad Witch geht sozusagen in den Rückzug, ja, sie gibt hier auf. So habe ich es auch. Und wir haben hier die Passion. Hier geht es um die Leidenschaft, um die Faszination. Ja, hier ist jemand fasziniert von dir, von deinem Auftreten, von deinem Feuer, von dem, wie du dich gibst, weil wo du hingehst, du ziehst die Blicke auf dich, du bist unheimlich attraktiv, ja, und du hast vor allem eine mega geile Ausstrahlung. Und das ist hier etwas, was ganz wichtig ist. Mir kommt noch rein, es könnte sein, dass einer von euch oder dein Gegenüber, es gibt ja diese Mauertapete, ne? Also so irgendwas Gemauertes in der Wohnung hat, vielleicht mit einem Kamin oder tatsächlich, also ich sehe eine Mauer in der Wohnung. Es gibt ja auch diese Tapete, wie gesagt, vielleicht hat die jemand von euch. Das könnte ja auch noch ein Hinweis sein für dich, dass du hier mit in Resonanz gehst. Ja, so ist das erstmal. Auf jeden Fall kann es ja auch sein, dass du dich diese Woche auch nicht so fühlst, was die Leidenschaft anbetrifft. Ja, also dass du sagst, nee, erstmal lassen wir das hier auf der freundschaftlichen Ebene laufen. Ja, schauen erstmal, wie sich das entwickelt, weil du bist hier ziemlich zwiegespalten, ja, in einer Liebesgeschichte auf jeden Fall. Oder generell versuchst du wirklich hier erstmal so ein bisschen ja, auf dem Boden zu bleiben, ja, anstatt hier die Überfreude schwingen zu lassen. So habe ich dich diese Woche auch. Also sehr, sehr bodenständig. Du bist fasziniert von dem, dass sich hier vielleicht jemand wieder meldet. Du hast damit vielleicht auch nicht gerechnet. Oder du hast mit gewissen ja, Problemen eher gerechnet, du hast es eher schwarz alles gemalt und auf einmal entwickelt sich alles ganz anders, ja, so habe ich das für die Woche. Okay, schauen wir weiter mit den Sternzeichen. Wir haben hier Wassermann, wir haben hier Steinbock, wir haben hier Skorpion, ich habe hier den Löwen, den Stier und im Unterdeck noch die Waage. Also für diese Sternzeichen kann das hier äußerst wichtig sein. Löwe, Widder und Schütze sind dabei und Stier, Steinbock und Jungfrau sind sowieso dabei. Wassermann haben wir auch mit dem Stern. Und mir kommt noch eine Zwischenmeldung rein und zwar kann es hier auch tatsächlich darum gehen, dass man hier irgendwelche Streitigkeiten, ich nehme das hier beim Gegenüber wahr, beziehungsweise kann es auch für einige selber zutreffen, dass man hier wirklich Streitigkeiten hat bezüglich der finanziellen Themen, wo man sich dann auch erstmal zurückzieht, weil man sich ja auch manipuliert fühlt von einer Person. Ja, auch das kann sein. Das kann behördlich sein, das kann familiär sein, das kann freundeskreistechnisch sein. Das ist auch noch eine Information, die mir hier reinkommt. Vielleicht ist das Ganze auch erstmal herausfordernd, wird sich aber in der Zukunft tatsächlich zum Positiven entwickeln. Ja, also so habe ich das. Okay, schauen wir weiter.
Wir haben hier, erinnere dich, Glück heißt nicht, dass du immer glücklich sein musst. Ja, also es könnten wirklich Momente geben, wo du das Gefühl hast, irgendwie du bist nicht glücklich. Vielleicht fühlst du dich auch einsam. Ja, irgendwas hat hier vielleicht nicht funktioniert. Hier wurde was, wie gesagt, abgesagt. Und gleichzeitig malst du erstmal wieder alles komplett schwarz. Ja, vielleicht denkst du auch, es liegt an dir, aber hier liegt es wirklich an äußeren Umständen. Ja, das darf ich dir sagen. Und du sollst hier wirklich in deiner Mitte bleiben, in deinem Feuer bleiben. Kümmere dich gut um dich. Die Herausforderungen werden hier gemeistert. Und auch wenn du hier eine Rivalin hast, sehe ich, dass diese Rivalin sich zurückzieht. Ja, wir haben noch den Füllemagnet. Richte den Fokus nicht auf das, was du nicht hast, sondern auf das, was du hast. Wofür kannst du gerade dankbar sein? Nichts ist selbstverständlich, alles um dich herum ist ein Geschenk. Richte ab jetzt deinen Fokus aktiv weg vom Mangel hin zur Fülle. Schau dich um und zähle 10 Punkte auf, die gerade für Fülle um dich bzw. in dir stehen. Also schau mal wirklich, 10 Punkte, findest du die, ja, wofür du eigentlich glücklich sein könntest? Ja, angefangen von vielleicht, dass man wirklich ein Dach über dem Kopf hat, angefangen davon, dass es dem Haustier vielleicht gut geht oder lieben Menschen um dich herum gut geht oder angefangen darüber, dass man einfach sagt, ich hatte eine super schöne, erholsame Nacht. Also Fülle, versuch dich wirklich diese Woche in der Fülle zu halten. Das ist unheimlich wichtig, gerade wenn du irgendwelche Herausforderungen die Woche tatsächlich haben solltest, ist es wichtig, hier dich daran zu erinnern, es ist okay, ja, es kann einfach nicht immer nur Zeiten geben, wo alles rund läuft. Und die ein oder andere Enttäuschung könnte hier, wie gesagt, auch auf dich zukommen, aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Auf jeden Fall nicht. Hier kommt die Fülle zurück, wenn du sie selber anziehst, ja. Okay, schauen wir mal mit den Zeitkarten noch. Wir haben hier die Zahl 6, genieße die Zeit, 6 Tage, 6 Wochen, die Zahl 66 oder auch die 99. Dann haben wir hier die Zahl 5, 5 Wochen, 5 Monate, die Zahl 65 und 56, der 5. und der 6. oder die 59. Und hier haben wir noch die Zahl 12. Finde deine Mitte, 12 Wochen, 12 Monate. Vielleicht geht dieses ganze Szenario bei dir schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, ja, also bis zu einem Jahr kann das hier sein. Dass du hier wirklich irgendwie immer wieder in so eine Zweifelenergie kommst, in so einen Pessimismus, am Boden liegst, ja, und dir viele, viele, viele Gedanken machst über deine Wunscherfüllung, die irgendwie nicht so stattfindet. Aber das ist eben genau das, wo du zur Umkehr aufgerufen bist. Perspektivwechsel, Füllemagnet. Erinnere dich, Glück heißt nicht immer komplett glücklich zu sein. Ja? Das ist das, was ich hier reinbekomme. Natürlich könnte auch die 126 für dich noch wichtig sein, die 65, die Zahl 12. Ja? Vielleicht bist du am 12., 6. oder 5. geboren. Und mir kommt hier auch noch rein, dass du die 1, 2, 5, 6 könntest du in deiner Telefonnummer haben, die 1, 2, 5, 6 könntest du in der Postleitzahl haben oder tatsächlich kommt mir heute die 12 und die 65 rein als Kennzeichen, ja, auch das könnte für dich wichtig sein. Okay, hier haben wir noch Anfang und Ende. Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Ja, es geht nämlich darum, dass du hier aufgefordert bist, wirklich in die Positivität zu kommen und nicht dich in der Negativität, in negativen Gedanken zu verheddern. Ja? Also das ist hier ganz, ganz wichtig. Fische und Löwe haben wir hier auch noch von den Sternzeichen. Das waren jetzt sehr viele, die nehmen wir nicht alle. Ich möchte ganz gern nur eine Botschaft von den Bäumen haben. Okay, die war klar. Wir haben die Hainbuche. Nichts und niemand kann mich von meinem Weg abbringen. Ich bleibe bei mir, was auch passiert. Unheimlich wichtig. Kann auch tatsächlich bei deinem Gegenüber stattfinden, dass dieser Mensch sich jetzt nicht mehr manipulieren lässt, ja, und hier quasi auf seinem Weg bleibt. Und dieser Weg führt direkt in deine Arme. So habe ich das. Okay,
Hier haben wir noch den Aaron im Unterdeck. Ich vertraue dem Leben und nehme es tatkräftig und mit Leichtigkeit in die Hand. Genau das ist diese Perspektivwechsel, der hier stattfinden wird in dieser Woche, ja? Okay, schauen wir, welcher Heilstein die Woche wichtig sein kann. Vielleicht ist jemand großer Fan von Ahornsirup und nimmt das fast täglich zu sich. Ja, auch das kriege ich hier tatsächlich rein. Wir haben hier Lapis Lazuli, lebensverändernde Erscheinung oder Erfahrung. Ein großer und segensreicher Wandel steht Ihnen bevor und Gott unterstützt Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Also besser kann man es nicht sagen. Wie gesagt, falls hier diese Woche irgendwas reinkommt, wo du sagst, boah, jetzt bin ich platt, jetzt ist es einfach gerade so, dass ich denke, es geht gar nichts mehr. Doch, es geht und es wird auch, dieser Wandel wird geschehen, ja. Du wirst nicht ewig in einer Situation bleiben oder auch in dieser Enttäuschung. Wichtig für dich ist wirklich hier, bleibe in der Fülle, in deiner Mitte, bleibe bei dir. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir hier noch den Bergkristall, also diese beiden Steine können dich die Woche unterstützen. Hier geht es auch um die Klarsicht, um das, was ich dir gesagt habe. Du wirst jetzt Stück für Stück immer mehr Erkenntnisse bekommen, immer mehr auch wissen, wo dein Weg lang geht, ja, entweder mit jemandem oder es bezieht sich hier auf dein Gegenüber, das kann auch sein. Und es kann auch sein, dass du diese beiden Heilsteine sozusagen bei dir trägst, ja, vielleicht als Armband hast du das schon um oder so, oder du arbeitest viel mit diesen beiden Steinen, dann kann das ja auch nochmal eine wichtige Erkenntnis für dich sein. Mir kommen die Farben dunkelblau und orange rein, die wichtig werden könnten oder sein können. Vielleicht auch auf Bezug auf die Arbeit, vielleicht trägt jemand bei der Arbeit Blaumann zum Beispiel, oder orangene Kleidung, muss aber nicht sein, ja. Wir haben hier die Möwe, Orientierung und Gegenwärtigkeit. Ein weißer Engel der Lüfte segelt jetzt in dein Leben. Er ruft zum Aufbruch und zu neuen Abenteuern auf. Du wirst göttlich geführt. Wow, also wie bestätigend das auch ist, ja. Die Möwe steht auch für die Sehnsucht nach einem besseren Leben und du bist auf diesem Weg, auch wenn sich das diese Woche vielleicht hin und wieder nicht so anfühlt. Ja, bleib hier in der Hoffnung. Die Schwalbe, ein Hoffnungsträger, segelt in dein Leben. Erwarte Rückkehr und Erneuerung. Eine Wende zum Guten kündigt sich an. Hier kann es auch um das Hobby Fußball gehen. Vielleicht ist jemand sehr fußballbegeistert, ja. Und ich sehe, hier darfst du wirklich ganz, ganz viel Hoffnung haben. Du darfst hier damit rechnen, dass hier sich eine Wende zum Guten für dich ankündigt. Wow, richtig, richtig schön. Zwei Vögel. Heißt auch für mich so ein bisschen Stress, Unruhe, Nervosität, was hier die Woche auf dich zukommen könnte. Aber wie gesagt, alles ist gut. Ach. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie noch diese Karte gezogen. Wir hatten die Karten eigentlich schon. Ja, ihr Lieben, das ist so, wenn man älter wird, ne? Was soll ich sagen? Ach ja, okay, die Entscheidung wollte noch raus. Es gibt hier eine Entscheidung zu treffen, ja, für dich. Und ich glaube, dass die Entscheidung wirklich ist, bleibe ich jetzt in der Negativität oder kümmere ich mich jetzt einfach mal um mich, verändere mich vielleicht auch optisch, ja, also vielleicht hast du hier auch irgendwas geplant. Und irgendwie kann es aber sein, dass du diese Woche wirklich so ein bisschen in die Pause gerätst, ja. Lass dich davon überhaupt nicht beeinflussen oder beeindrucken. Es geht wieder vorwärts, ja. Kann es sein, dass es wirklich nur ein Tag in dieser Woche ist, ja, oder ein paar Stunden irgendwie ist und du dann aber die Entscheidung triffst, nee, jetzt ist Fülle angesagt und ich ziehe auch die Fülle an. Ja, du kannst da wirklich auch mit Meditation nachhelfen. Einschlafmeditationen können wunderbar im Unterbewusstsein wirken, da der kritische Geist ausgeschaltet ist. Ja, also auch das ist immer nochmal wichtig. Und es gibt keine falschen Entscheidungen. Mit jeder Entscheidung lernst du. Triff eine Entscheidung, der Phönix unterstützt dich mit seiner Fähigkeit der ewigen Erneuerung. Denn mit jeder Entscheidung stirbt etwas und etwas Neues wird geboren. Und genau das habe ich hier für dich. Hier wird etwas Neues, ist schon auf diesem Weg zu dir. Ja, etwas, was sich zum Guten wenden wird. Wo du vielleicht alle Hoffnung verloren hast. Wow. Vielleicht hast du auch einen Bezug zur Schwalbe oder Möwe. Es kann auch sein, dass sich jemand per SMS bei dir meldet oder anders über irgendeinen anderen Messenger. Ja, also das kriege ich hier auch rein.
So, was haben wir denn noch vom Mondorakel bekommen? Ich liebe es. Das Ziel ist fast erreicht. Ja, genau so ist es. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Ja, also das Ziel ist fast erreicht und deine Hingabe wird getestet. Also rechne damit, dass du diese Woche eventuell nochmal eine Situation reinbekommst, wo man dich testet. Ja, und also das Universum. Und das kann eben durch wirklich eine schwierigere Situation sein, aber du wirst dein Ziel erreichen, ja? Und falls du wirklich in so eine Situation kommst, am besten schaust du dir das Reading nochmal an und oder spulst vor bis hierhin, ja? Und du weißt, okay, es ist alles in Ordnung. Du bist auf deiner Zielgeraden und das Ziel wird erreicht werden. Ja, also das ist auch nochmal richtig, richtig krass. Gut, dann machen wir weiter mit den Engelskarten. Ach ja, sie fliegen wieder durch den ganzen Raum. Hier haben wir Chantal. Eine neue Romanze steht vor der Tür, sei es mit jemand Neuem oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Der Buchstabe C könnte sehr wichtig werden. Die Musik könnte wichtig werden, weil ich habe hier noch den Daniel im Unterdeck. Ich bin der Engel der Vermählung und ich stehe dir zur Zeit zur Seite. Der hat sich jetzt auch sehr, sehr häufig gezeigt, muss ich sagen. Der Buchstabe C und D könnte für dich wichtig sein und S und M. Ja? Also diese vier Buchstaben kriege ich hier rein. Und vielleicht gibt es eine CD, die ihr gemeinsam immer gehört habt und du hörst dieses Lied ständig irgendwo im Radio oder du gehst einkaufen, auf einmal hörst du dieses Lied oder wie auch immer, ja. Also die Musik könnte dir tatsächlich auch Botschaft hinterlassen. Das ist das, was ich reinkriege. Okay, schauen wir noch weiter. Ja, du bist ja auch ein bisschen aufgefordert zu warten. Wie gesagt, diese Woche wird sich das wahrscheinlich noch nicht ereignen, ja, aber es kommt. Da wiederhole ich mich jetzt nur, das habe ich ja schon alles gesagt. Vielleicht musst du auch zum Arzt und hast eine höhere und längere Wartezeit, ja, und ärgerst dich darüber. Also es kann auch sein. Hier darfst du in die Vergebung gehen, also ja, mache Frieden in deinem Herzen, ziehe die Fülle an. Schreibe dir jeden Tag 10 Dinge auf, die dich glücklich machen, die dir Fülle geben, ja, oder wofür du dankbar bist. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Rat. Und ja, das kann ich euch hier sagen. Es geht um die Vergebung. Vielleicht wartest du hier auch auf eine Entschuldigung. Ich sehe, dass die, also die wird kommen, ja. Das kann aber sich noch ein bisschen hinziehen, ihr Lieben. Oder jemand hat sehr lange gewartet, wie gesagt, hat hier einen Kontaktabbruch mit dir gehabt und kommt jetzt an und bittet dich um Vergebung. Auch das kann sein. So, was haben wir hier? Wir haben den Totenkopf. Ja, hier geht etwas zu Ende, das habe ich ja schon gesagt. Ja, also etwas Neues steht vor der Tür, etwas Neues wird sich kreieren. Das Ende ja, ist schon da sozusagen. Ja, das Ziel ist fast erreicht. Hier haben wir die Spinne. Ende von Verwicklungen, Verstrickungen, also jeder weiß ja auch, dass die Spinne ihr Opfer, sage ich mal, in den Fängen hält. Hier geht es auch darum, dass sich jemand wirklich befreien könnte, dass etwas, wie gesagt, zum Feiern für dich ist, ja, eine Entscheidung für dich getroffen wurde. Hier haben wir den Steinbock, es kann sein, dass jemand sehr, sehr stur ist. Dann habe ich hier den Schlitten. Und der Schlitten zeigt auch an, dass dann etwas, wenn dieser Mensch sich gemeldet hat, wenn diese Anfänge wieder sind zum Beispiel oder du jemanden kennengelernt hast, dann fängt eine Rutschpartie an, da schneide ich an. Ja? Und das hatten wir ja auch so ungefähr gestern schon in dem Orakel. Hier geht es um Beziehungen, ja? Hier hält man aneinander fest, beziehungsweise wird sich hier beruflich einiges verändern, es geht gut voran, ja, das ist das, was ich hier reinbekomme, aber auch beziehungstechnisch geht es hier gut voran. Wir haben hier die Münzen, hier geht es auch um eine Gehaltserhöhung oder ein finanzielles Geschenk, was dir eventuell zuteil werden könnte diese Woche oder in der kommenden Zeit jetzt, ja. Dann habe ich hier die Eule, die eben natürlich für die Weisheit steht, das Wissen, ja, und auch die Klugheit. Ich glaube, dass du sehr, sehr intelligent bist und dein Gegenüber könnte auch sehr, sehr intelligent sein. Hier geht es um das höhere Wissen, was ich reinbekomme.
Wieder haben wir die Katze mit dem runden Bild, das heißt das Amulett, was mir hier wieder reinkommt, deines Haustieres, eines lieben Menschen. Ja, also heute kriege ich auch den lieben Menschen rein. Du könntest ein Amulett um den Hals tragen sozusagen. Oder es ist auch dieses Gegenüber, was ein Amulett besitzt, was ihm sehr wichtig ist. Ja? Gleichzeitig kriege ich hier auch das Fahrrad wieder rein. Das heißt, hier kann es wirklich darum gehen, dass jetzt hier etwas Bewegung annimmt. Ja, natürlich kann es auch sein, dass du begeisterter Fahrradfahrer bist. Das habe ich heute auch mit drin. Und vielleicht schaffst du dir auch diese Woche tatsächlich ein E-Bike an, ja, falls du mit diesen Gedanken gespielt hast. Hier haben wir noch den Smiley, also hier ist alles gut, hier kommen positive Nachrichten, freundschaftliche Nachrichten, ja. Du wirst viel zu tun haben, glaube ich, die Woche und es könnte wirklich sein, dass du so am Ende der Woche auch sagst, boah, es reicht jetzt, ich bin froh, wenn Wochenende ist und ich meine Ruhe habe, ja. Auch sowas sehe ich hier. Also viel auch beruflich, behördlicher Stress, emotionaler Stress eventuell. Aber alles nicht schlimm. Ja, also hier geht es darum, dass du wirklich dein Ziel schon ganz weit, also schon bald erreicht hast einfach. Du gehst diese Woche definitiv einen Schritt weiter drauf hinzu. Ja, ja ihr Lieben, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich hoffe natürlich, dass euch das hier gefallen hat. Und ja, wünsche euch natürlich eine angenehme Woche. Und für alle, die neu auf meinem Kanal sind und es noch nicht wissen, mich gibt es noch bei Facebook. Da heiße ich Janinas Sternstunde. Da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage stellen, wenn ihr mögt. Die verwendeten Kartendecks findet ihr alle unter der Infobox, unter jedem Video. Und ich mache keine persönlichen Legungen, ihr Lieben. Ja, dann sage ich, passt gut auf euch auf, bleibt alle gesund. Und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.